Berechnen Sie, nach welcher Zeit T0 die Beschleunigung des Autos im angegebenen Zeitintervall 0 ist. Dazu muss man nun wissen, dass die Beschleunigung sich als erste Ableitung der Geschwindigkeit ergibt, wobei diese wiederum als erste Ableitung der Wegzeitfunktion dann nichts anderes als die zweite Ableitung der Wegzeitfunktion ist. Wir müssen also unsere erste Ableitung noch einmal ableiten, um auf die Beschleunigungsfunktion zu kommen. Minus t Quadrat abgeleitet ergibt minus 2 mal t, plus 4 mal t abgeleitet ergibt plus 4. Ein Drittel abgeleitet ergibt 0. Wenn wir nun also interessiert sind, an welcher Stelle die Beschleunigung 0 ergibt, so müssen wir letztlich mit diesem Ansatz diese lineare Gleichung lösen. Allerdings ist hier sehr schnell ersichtlich, dass dies an der Stelle t0 gleich 2 erfüllt ist. Also an der Stelle t0 ist gleich 2 ist die Beschleunigung im angegebenen Zeitintervall 0.